In regelmäßigen Abständen führt die Magdeburger Berufsfeuerwehr Kontrollfahrten durch, bei denen die Zugänglichkeit zu möglichen Brandorten überprüft werden soll. Diese Kontrollfahrten werden immer mit der Drehleiter gemacht, einer wie dieser hier, wie sie auf der Feuerwache am Magdeburger Flugplatz stationiert ist. Die Drehleiter ist nämlich mit Abstand das größte Fahrzeug im Fuhrpark und besonders wichtig bei der Rettung von Bewohnern oberer Etagen oder wie hier beim Bekämpfen von Bränden von oben. Auch das Ordnungsamt ist bei solchen Terminen dabei und das Tiefbauamt der Stadt Magdeburg. Zu dieser Kontrollfahrt hatte man außerdem noch die Medien eingeladen, denn die Feuerwehr hat ein Problem. Der ruhende Verkehr, sprich parkende Autos, behindern oft genug die Zufahrten und man möchte mehr Verständnis bei den Bürgern für die Sorgen der Feuerwehr erreichen. Die Kontrollfahrt führte zunächst die Leipziger Straße hinunter. Hier stellen weniger parkende Autos das Problem dar, sondern Verkehrsteilnehmer, die nicht wissen, was sie gerade machen sollen, wenn die Löschfahrzeuge mit Sondersignalen Durchlass begehren. Einfach auf die Straßenbahnschienen auszuweichen geht nicht, denn die neuen Gleiskörper der MVB tragen zwar eine Straßenbahn, aber die Abdeckplatten der Schienen halten keinen 10 Tonnen schweren Feuerwehrwagen aus. Also lieber weiterfahren und damit den Weg freimachen, als rechts ranzufahren und damit den Weg zu versperren. Doch das mal nur am Rande, denn die wirklichen Probleme lauern in den engen Wohnstraßen. Hier zum Beispiel in der Güstnerstraße, wo ein abgestellter PKW das Feuerwehrauto veranlasst zum Schlängellinienfahren. Nur dem Können des Maschinisten war es zu danken, dass er hier hindurchkam. Aber es kostet wertvolle Zeit, wenn es wirklich brennen sollte. Schließlich, so die Vorgabe, innerhalb von 12 Minuten sollte jeder Einsatzort in der Stadt erreicht werden. Der nächste Fall präsentierte sich schon eindeutiger. Beim Abbiegen in die Kutzstraße blockierten zwei Fahrzeuge die Kurve. Beide verstoßen gegen die Regel, die wir hier noch einmal grafisch darstellen. Kein Parken im Bereich von 5 Metern ab der Biegung. Übrigens auch schön erkennbar am Verkehrsschild, dass das Parken genau ab dieser Stelle erlaubt. Für den Kraftfahrer der Drehleiter bedeutete diese Behinderung mehrmaliges Rangieren und wieder Zeitverlust. Für den Eigentümer des weißen PKW 25 Euro Bußgeld wegen Falschparkens mit Behinderung. Auf den Straßen in der Stadt wird es enger. Ein Trabant war gerade mal 1,50 Meter breit. Die heute so beliebten SUV haben mindestens 50 cm mehr auf den Hüften. In engen Straßen fehlen so schnell mehr als 1 Meter an der Fahrspur, die noch da war, als die Straße einst geplant wurde. Gut zu erkennen, wie eng da eine Durchfahrt mit dem Feuerwehrauto werden kann, das aufgrund seines Aufbaus auf ausgefahrenen Straßen auch noch schwankt wie ein Schiff auf hoher See. Übrigens ein Problem, von der nicht nur die Feuerwehr zu berichten weiß, sondern auch die Abfallwirtschaft oder die Straßenreinigung. So ein idyllisches Wohngebiet wäre dann auch der Porse Privatweg. Gebaut in der Zeit nach 1900 waren Kraftfahrzeuge noch nicht vorgesehen, weshalb es in dem gesamten Areal ein Parkverbot gibt. Dennoch werden die Straßen vollgeparkt und das Auftauchen von Feuerwehr und Ordnungsamt sorgte bei den Bewohnern dieser Straße für teilweise auch lautstark geäußerten Unmut. Allerdings wäre das Ordnungsamt die falsche Adresse für die Meckerei, denn für ausreichend Parkraum ist der Eigentümer der Immobilie zuständig. Da bewiesen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes ihr gewohnt dickes Fell, denn aus Sicht der Feuerwehr hätte ein Wohnungsbrand in diesem Areal schlechte Chancen auf Löschung gehabt. Das Fazit der Verantwortlichen: Die Feuerwehr kennt die neuralgischen Stellen im Revier und hofft durch solche Aktionen, gemeinsam mit den Medien, auf mehr Akzeptanz bei den Bürgern, die bestehenden Einschränkungen beim Parken auch einzuhalten. Und das Ordnungsamt wird wohl zukünftig mehr an solchen Stellen kontrollieren.